Wir haben sogar unseren eigenen Song. Wir haben zur Feier von dieser 1 Million Download-Marke haben wir einen eigenen Song rausgegeben. Schnäppli, Schnäppli. Mit einer Portion Selbstironie natürlich. Ist das Revival vom Kultsong It's Cool Man. Also von dem her reinhören lohnt sich. Also ich würde sagen, wahrscheinlich eine Mischung zwischen etwas Klassischem und etwas Rockigem, weil wir haben zeitweise sehr, sehr ruhige Zeiten, wo wir uns dann auch gezielt der Produktweiterentwicklung zuwenden. Und dann haben wir aber auch wieder sehr, sehr turbulente Zeiten, gerade wenn es in Richtung vom Q4 geht, wo die konsumintensive Zeit ist und dann geht es zur Sache bei uns. Profital ist der führende Anbieter für digitale Prospekte und Mobile Retail Advertising. Über unsere Kanäle, sprich unsere App und über unsere Webplattform informieren sich rund 450'000 Konsumentinnen und Konsumenten über die aktuell gültigen Aktionen und Angebote vom Detailhandel und vom Markenhersteller. Du gehst in den App Store, lässt dir unsere App runter, lässt dich lokalisieren. Sprich, wir zeigen nur das, was in deiner unmittelbaren Umgebung verfügbar und auch relevant für dich ist. Und dann siehst du eigentlich auf unserem Main View direkt die aktuell gültigen Aktionen, so wie man sie vielleicht klassischerweise auch noch aus dem Briefkasten kennt, sofern man keinen Stopp-Werbekleber hat. Mach die auf, kann die durchlesen und auf Basis von dem dann seine Einkaufsplanung machen. Damals haben wir einfach überlegt, also, um was geht es. Oder ich glaube, Konsumenten oder viele Konsumenten sagen nicht, die Post bringt mir einen Prospekt im Briefkasten, sondern es sind einfach, eben, ich habe den Lidl-Prospekt im Briefkasten und ich interessiere mich für Lebensmittel und darum schaue ich es an, Punkt. Und darum hat es auch irgendwie keinen Sinn gemacht, das irgendwie stärker mit der Post in Verbindung zu bringen. Nutzer haben gerne den Content von den Partnern. Partner erwarten eigentlich zuerst Nutzer, bevor sie irgendwie aktiv werden. Ich glaube, die Situation war nicht einfach am Anfang. Die war eine grosse Herausforderung, wo viele schlaflose Nächte dabei waren und viel Schweiß gebraucht hat. Aber es ist uns recht gut gelungen am Anfang. Da auch viele Partner von Anfang an können zu überzeugen, wo wir jetzt auch schon seit Jahren miteinander zusammenarbeiten und so ein bisschen Partner der ersten Stunde sind und von Anfang an überzeugt sind von uns. Und aus dem heraus hat sich das sehr gut entwickelt. Also wir sind dort maximal transparent. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir kein Login haben. Das heisst, wir haben keine personenbezogenen Daten. Das ist schon mal das Erste und das Wichtigste. Was wir natürlich machen, aber ich glaube, das tun wir auch transparent zeigen und das erwartet irgendwie auch wahrscheinlich jeder. Wir tun natürlich messen, wie oft wird der Prospekt gelesen, welche Seiten wird wie lange etc. angeschaut. Und das sind natürlich auch Informationen, die unsere werbetreibenden Partner interessieren. Also, ich glaube, im Geschäftsalltag bedeutet Freiheit, selber können zu entscheiden, was man macht und wenn man es macht und wie man es macht. Ich bin jemand, der sehr gerne wenig Abhängigkeiten hat. Auch dort wieder selber können zu entscheiden, was man, wie man es macht, das schätze ich sehr. Und wenn man wenig muss Rücksicht nehmen auf andere und so kann auch spontan irgendwo angehen, ohne dass das irgendwie sofort negative Konsequenzen für irgendjemanden hat, das ist für mich Freiheit. Ich habe nicht wirklich explizite Träume, wo ich versuche, dort anzukommen, sondern ich versuche eigentlich auch den Moment jeweils wertschätzen, dass man sagt, hey, dort, wo ich jetzt bin und was um mich herum passiert, ich bin sehr zufrieden mit dem. Weil ich glaube, wenn man immer nur nach Träumen strebt, dann vergisst man so ein bisschen das Hier und Jetzt und die Wertschätzung von dem Moment.